der Weg sich lang, ist schwer gefallen zu gehen. Mir doch das Kundige Fenster weint, wollte ich ein Stein. Gegangen sind es keine Kinder, auf wie zu der keine Rinder. Menschensblut geflossen ist in Gas. Zurück in Litauen. Vilnius, früher Vilna genannt. Nie hätte ich gedacht, dass mich einmal solche intensiven menschlichen Kontakte in diese Stadt ziehen werden. War es am Anfang die Musik und das historische Interesse, alles über die Lebenssituation im Ghetto zu erfahren, so sind es mittlerweile tiefe, emotionale Verbindungen zu einzelnen Menschen. Jedes Mal ein erneutes Eintauchen in Bilder und Erzählungen. Und das, sie lebt jetzt in Moskau, 88 Jahre jetzt. Wie sie ist. Schweig doch. Mit Chaim Glickers in seiner Heimatstadt Kaunas. Dort war er als Jugendlicher im Ghetto und erlebte anschließend die Lager Stutthof, Auschwitz und Dachau. Chaim bringt uns Lieder bei, die er als einfacher junger Mann mit seinen Freunden im Ghetto gedichtet und komponiert hat. Vom 15.07.41 bis zum 7. bis Juli 44. Ja, bis Juli 44, genau. Ja, Ghetto-Kaunas. Nein, steht nicht. Beim Verband der litauischen Ghetto- und KZ-Überlebenden. Aussuchen neuer Bilder für die Ausstellung. Haben wir aufgeschrieben, die Muskeln. Dann den. Das ist Segel. Haben wir aufgeschrieben. Ja. Unterwegs mit der Ausstellung, sage nie, du gehst den letzten Weg. Der Genozid an den litauischen Juden. Mir ist es wichtig, die Überlebenden zu zeigen, nicht nur über historische Fakten zu informieren. Von grünen Palmen lang bis weißem Land von Schnee. Wir kommen nun mit unserem Bein, mit unserem Bein. Und wo gefangen ist der Spritz von unserem Blut, sprotzen wird noch unser Bube, unser Blut. Eine Gedenkfeier in Ponar. Man nimmt an, dass bis zu 70.000 Menschen, vor allem Juden, aber auch Kriegsgefangene und Regimegegner, hier ermordet wurden. Es war 6 Meter tief und solche Gruben. Wie viele Gruben gewesen? Später hat man sicher nicht gewesen genug, hat man gegruben. Stille, lass mir schweigen, Quorum.